Effektive Mikroorganismen, davon haben wir doch alle schon mal gehört. Aber was sind das genau, welche gibt es und wie kann man die optimal im Garten nutzen, um die Pflanzen im Garten auf natürliche Art und Weise zu schützen und zu stärken? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Effektive Mikroorganismen. Die Garten-YouTube-Schauer unter euch werden das sicherlich auch schon mal beim Garten-Gemüsekiosk gesehen haben. Die machen wirklich sehr viel mit effektiven Mikroorganismen. Und auch da habe ich natürlich meine Inspiration für effektive Mikroorganismen bekommen und fand das immer spannender, auf natürliche Art und Weise damit Pflanzen zu stärken und somit auch gleich zu schützen. Das habe ich dann in diesem Jahr in die Tat umgesetzt, habe mir mal ein paar Sachen bestellt und getestet. Halbes Jahr ist rum, Erntezeit. Wir machen mal ein kleines Fazit und ich zeige euch, wie man effektive Mikroorganismen im Garten perfekt anwenden kann, um Pflanzen zu stärken, Kompost zum Beispiel zu fermentieren und ein bisschen zu beschleunigen, aber auch wie Tiere und effektive Mikroorganismen zusammenpassen. Das erzähle ich euch auch in diesem Video, also dranbleiben, wird auf jeden Fall spannend und los geht's. Auf diesem Kanal lade ich regelmäßig Gartenvideos hoch, indem ich euch den Garten zeige und euch Tipps für euren Garten gebe. Wenn euch das Ganze interessiert und wenn ihr mehr von meinem Garten sehen wollt, dann abonniert mich gerne kostenlos unter diesem Video, denn dann verpasst ihr nicht nur kein weiteres Video mehr, sondern ihr unterstützt mich auch in einer gewissen Art und Weise und das würde mich natürlich sehr freuen. Jetzt aber genug geredet, jetzt geht's los mit den effektiven Mikroorganismen und wir fangen direkt an mit dem ersten Produkt und wie man es anwendet. Ja, und fangen wir direkt hier beim Folientunnel an mit den beiden Produkten, die ich in dieser Saison schon am längsten getestet habe und wo ich euch auch schon ein ausführliches Feedback zugeben kann. Und zwar haben wir einmal den Agate Tomaten-Tomaten-Kalk. Ja, meine Instagram-Zuschauer, die werden das schon öfter gesehen haben, denn auf Instagram, da berichte ich immer abseits von diesen Gartenvideos noch ein bisschen ausführlicher in Bildern und Stories über meinen Gartenalltag. Und dort habe ich euch schon mal mitgenommen, wie wir hier den Agate Tomaten-Tomaten-Kalk angewendet haben. Und zwar ist das ganz einfach, ich zeige es euch mal hier in die Kamera, ein kleines Granulat. Und das kommt regelmäßig im Abstand von 2 Wochen hier bei mir an die Pflanzen. Insbesondere natürlich bei den Tomaten, heißt ja auch Tomatenkalk. Ja, und mit diesen Spurenelementen hier drin, da beugt ihr vor allem diese Blütenendfäule oder auch Tomatenendfäule genannt vor. Ja, das zweite Produkt, das heißt schwarzes Gold und zwar ist das Hühnermist Bokashi. Ein super NPK-Dünger, aber gleichzeitig auch ein Bodenaktivator. Am besten könnt ihr den hier Anfang der Saison anwenden. Bei mir hat es in dieser Saison geholfen, das als Startdüngung zu geben, denn ihr habt dort zum einen diesen NPK-Dünger drin. Die Werte sind 1,83 plus 3,91 plus 3,38, in Klammern plus 16 plus 1,59. Eine sehr gute Zusammensetzung natürlich für die Pflanzen, aber es hat auch den riesen Vorteil, dass es euren Boden nackt. Es hat nicht einfach nur die direkte Düngefunktion, das heißt, dass eure Pflanzen schnell wachsen. Es aktiviert auch nach der Winterpause den Boden als Bodenaktivator und gerade deswegen habe ich damit schon Anfang der Saison gestartet. Zum Düngen, da benutze ich was anderes und zwar sehen wir hier EM aktiv Boden und Pflanzen. Das ist eine Flüssigkeit, die man in einem bestimmten Verhältnis, quasi wie Brennnessel auch, in einer Gießkanne zusammenmischt und damit regelmäßig die Pflanzen gießt. Das habe ich hier auch bei den Tomaten gemacht. Ihr seht die hier im Hintergrund. Ich blende euch gleich auch mal ein paar Aufnahmen ein, währenddessen ich hier weiter spreche und euch ein bisschen was dazu erzähle. Das sind ganz einfach. Wir wollen ja nochmal klären, was sind effektive Mikroorganismen und man kann so gut zusammenfassen, dass es Bodenhilfsstoffe sind. Mit einem Gerücht möchte ich da auf jeden Fall direkt mal aufräumen. Scharfes Blond, das ist zum Beispiel ein kleines Pflanzenhilfsmittel, was man auf die Pflanzen sprüht. Ich zeige euch das hier mal in der Nahaufnahme, wie man das genau macht. Das sprüht man auf die Blätter und das soll die Schädlinge abhalten. Und das Gerücht dabei ist, dass die Tiere dadurch sterben bzw. ja, krank werden. Das ist nicht ganz richtig. Das wird schon prophylaktisch Anfang der Saison immer mal wieder auf die Pflanzen hier drauf gesprüht. Und das ist nur dafür da, um das quasi unappetitlich zu machen. Das heißt, wir machen das, was die Tierchen, die Schädlinge an unseren Pflanzen wollen, unappetitlich, sodass sie am Ende nicht auf unsere Pflanzen gehen. Der Pflanze schadet es nicht, den Tieren schadet es nicht und dem Hobbygärtner, den macht es natürlich Freude, weil die Schädlinge, die sind dann beim Nachbarn nebenan im Garten. Vielleicht fragt ihr euch, was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Schützen und Stärken? Stärken ist quasi die Vorstufe von Schützen. Denn wenn wir unsere Pflanzen mit diesen Hilfsstoffen auf natürliche Art und Weise so stark bekommen, dass sie resistent sind gegen zum Beispiel irgendwelche Schädlinge, dann ist es so gut, dass die Pflanze sich selber schützen kann.
Starke Pflanzen, die können sich selber schützen. Wir können natürlich prophylaktisch, wie jetzt hier beim scharfen Blond, unsere Pflanzen noch mit diesem Zeug besprühen, damit wir das zusätzlich nochmal schützen. Schützen heißt, wir tun was, um diese Pflanze quasi von außen heraus vor Schädlingen zu schützen. Und stärken ist, wir animieren die Pflanze dazu, selber genug Abwehrkräfte zu bilden, um sich selber schützen zu können. Ich habe mir hier mal die offizielle Beschreibung dazu rausgesucht. EM aktiv aktiviert das Bodenleben und stärkt die Pflanzengesundheit. Aber wie ich das in der ganzen Saison bisher gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal. Denn ihr wollt natürlich nicht nur was von den Produkten hören. Ich zeige euch das jetzt auch mal direkt in der Anwendung. Wir füllen erstmal die Gießkanne hier mit 9,5 Liter Wasser auf. Und wenn es dann soweit ist, dass ihr die Gießkanne fast voll habt, dann nehmt ihr euch das EM aktiv. Natürlich gibt es eine genaue Dosierungsanweisung. Hier steht zum Beispiel drauf, täglich 10 Milliliter EM aktiv auf 10 Liter Wasser, 1 zu 1000. Aber es gibt natürlich nicht nur die tägliche Dosierung, weil ich habe einfach nicht jeden Tag Zeit, hier in den Garten zu gehen. Ich mache das eher wöchentlich, 50 Milliliter EM aktiv auf 10 Liter Gießwasser. Das ist dann ein Verhältnis von 1 zu 200. Aber so genau nehme ich das auch nicht. Ich gieße einmal wöchentlich damit. Es kommt ein kleiner Schuss davon rein. Wahrscheinlich waren es jetzt auf der Aufnahme mehr als 50 Milliliter. Aber so genau nehme ich das da nicht. Und 9,5 Liter sind drin. Ich fülle auf bis 10 Liter. Das Ganze vermischt sich noch ein wenig. Und dann kommt das Ganze schon auf die Pflanzen. Meine Hirse und mein Zuckermais, die beiden Kulturen sind hier bei mir im Endspurt. Die Kolben sind gebildet bei der Hirse und beim Zuckermais. Und jetzt bekommen die Pflanzen hier nochmal eine ordentliche Stärkung für die letzte Wachstumsphase. Mich würde aber jetzt auf jeden Fall auch mal interessieren, welche Erfahrung habt ihr mit effektiven Mikroorganismen? Oder seid ihr wie ich Anfang dieser Saison komplette Anfänger in dem Thema? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Scharfes Blond, damit besprühe ich schon seit einiger Zeit die Tomatenblätter hier im Folientunnel und im Vergleich zum Gewächshaus sehen die doch schon deutlich besser aus. Ich zeige euch jetzt als erstes mal einmal im Glasgewächshaus die Blätter an den Tomaten. Und dann hier. Im Folientunnel hier, da habe ich mit scharfes Blond die Pflanzen geschützt und im Glasgewächshaus nicht. Es kann natürlich auch Zufall sein, aber ich habe hier im Folientunnel deutlich bessere Blätter an den Pflanzen dran. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Wir haben hier die Flasche, da sind insgesamt 200 Milliliter drin. 5 Milliliter, die sollen so ungefähr dann auf die Dosierung drauf. Wir haben hier eine Sprühflasche. 500 Milliliter sind hier in der Sprühflasche schon drin an Wasser. Und jetzt kommt nochmal ein ganz kleiner Schuss oben drauf. Deckel drauf. Zumachen, auch die Flasche natürlich wieder zudrücken, das Ganze einmal 30 Sekunden schütteln, wenn ihr das direkt auf die Pflanzen sprühen wollt. Aber auch wenn das natürlich länger stand, einmal kurz wieder schütteln, damit sich der Stoff, den ihr da gerade reingetan habt, so ein bisschen durchmischt, damit ihr am Ende nicht mehr oder weniger sprüht, sondern alle Pflanzen gleich viel abbekommen. Ja, bei vielen ist in diesem Jahr ja schon die Gartensaison gelaufen. Auch tatsächlich schon im Gewächshaus und viele haben mich da gefragt, warum kann man im Gewächshaus überhaupt Kraut- und Braunfäule bekommen. Das kann ich euch erklären, denn in diesem Jahr war es ja so, dass es nicht wirklich mega warm war, aber es war halt auch nicht mega kühl. Und durch diese Lufttemperatur und diese Luftfeuchtigkeit, die wir ziemlich stark hatten, die Luftfeuchtigkeit, kann auch im Gewächshaus oder im Folientunnel Kraut- und Braunfäule entstehen, weil es ist nicht immer nur, das ist auch ein Gerücht, Wasser von oben, was die Pflanzen quasi zur Braunfäule bewegt oder diesen Erreger quasi auslösen lässt. Das könnt ihr auch ganz einfach schon sogar in der Erde haben, wenn ihr eure alten Tomatenpflanzen, die Kraut- und Braunfäule haben, zum Beispiel im Kompost entsorgt habt, dann kann es sein, dass über die Zersetzung, über die Erde, die ihr dann im Gewächshaus ausgetragen habt, der Pilz quasi schon im Boden verankert ist. Ja, das ist quasi wie wenn wir das Herpesvirus in uns tragen und irgendwann dann durch einen kleinen Kontakt einen Auslöser bekommen. Und das kann bei den Pflanzen natürlich auch so sein. Deswegen immer prophylaktisch ein bisschen auf die Pflanze sprühen. Ja, und damit eure Pflanzen so lange wie möglich geschützt sind, immer schön die Blattmasse einsprühen. Ist es bedenklich, wenn wir jetzt die Tomaten treffen? Nein, das kann man natürlich nicht sagen, weil es sind einfach rein biologische Stoffe. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Tomaten so
besprühe aus Versehen, weil sie quasi hier direkt hinterm Blatt sind, dann macht das im ersten Sinne nichts. Ihr solltet natürlich trotzdem, auch wenn ihr die im Garten ja recht geschützt habt, eure Tomaten vorm Essen immer mal ein wenig abwaschen. Ich wasche meine Tomaten sowieso immer ab, weil das hier sehr staubig drin ist und ich das nicht mag, wenn der Sand zwischen meinen Zähnen knirscht. Aber ich kann euch auf jeden Fall auch sonst empfehlen, die Tomate vielleicht einmal durch den Wassertank draußen zu ziehen und dann erst zu vernaschen. Dann kommen wir zu Ropro 1320. Das ist ziemlich ähnlich wie das scharfe Blond, zumindest aus meiner Einschätzung. Das Einzige, was ich da jetzt noch ein bisschen anders gelesen habe, ist, dass es auch schon bei dem akuten Befall, zum Beispiel einer Pilzkrankheit, hilft. Das werde ich jetzt in der nächsten Zeit noch an den Tomaten, zum Beispiel bei der Kraut- und Braunfäule, mal ausprobieren. Ja, und zum Zweiten der Unterschied noch, Ropro 1320 erhöht die Photosyntheseleistung. Ja, dann kommen wir zum weiteren spannenden Thema, Bokashi. Ich habe ein Set zu Hause stehen, das ist schon im Gebrauch. Und das zweite Set, das habe ich mal hier mitgebracht. Und da gibt es auch noch einige Sachen zu. Es gibt dann noch einmal das EM Blond, das ist ähnlich wie das EM Aktiv. Hier steht jetzt drauf, alles Körner im Haus. Damit könnt ihr, wenn ihr eure frischen Küchenabfälle ja in diesen Bokashi-Eimer getan habt, könnt ihr abwechselnd einmal dieses EM Blond auf die Pflanzen gießen. Ihr könnt aber auch mit der Sprühflasche, wie die wir gerade schon bei den Tomaten gesehen haben, die einzelnen Lagen in dem Bokashi-Eimer besprühen. Dann gibt es noch Ropro Streu, das ist voraktivierte Pflanzenkohle, die auch nochmal hilft, den Prozess hier zu beschleunigen. Das könnt ihr nicht nur bei Bokashi machen, sondern zum Beispiel auch bei eurem Kompost. Ja, und hier wird das Ganze auch zusammen mit dem EM Blond auf die einzelnen Schichten im Bokashi-Eimer ja gesetzt. Und am Ende, was kommt natürlich unten raus? Der schöne Bokashi-Saft, den könnt ihr hier einmal abzapfen, um eure Pflanzen damit direkt zu düngen. Ihr könnt aber auch natürlich so lange warten, bis sich alles im Bokashi-Eimer zersetzt hat und dann macht ihr das als Humusmaterial mit an eure Pflanzen. Und Humus, wisst ihr ja selber, speichert besser Wasser, speichert besser Nährstoffe und kann eure Pflanze so optimaler mit Nährstoffen und Wasser versorgen. Also Humusgewinnung, jetzt nicht nur durch effektive Mikroorganismen, mal kurz weg von dem Thema, auch durch zum Beispiel jetzt eine Gründünger-Zwischenfrucht im Herbst auf euren Beeten, könnt ihr natürlich den Humusgehalt erhöhen, Laub- und Gründüngerreste dann natürlich im Winter einfräsen und so erhöht ihr so ein bisschen den Humusgehalt in eurem Garten, das noch als kleiner Gartentipp von mir zwischendurch. Hier haben wir noch einen großen Sack Ropro Streu und hier steht auch nochmal drauf, voraktivierte Pflanzenkohle. Und zwar bindet die Nährstoffe, unterbindet Gerüche. Da haben wir da vorne auch noch das wohl bekannteste, was ich heute sicherlich euch vorgestellt habe, und zwar das Urgesteinsmehl. Das nutzen sehr, sehr viele, wie ich zum Beispiel auch. Da hinten steht es bei der Wassertonne, um Gerüche zu unterdrücken, zum Beispiel bei einer Brennnesseljauche. Aber es ist auch super neutral, um es einfach mit in den Boden zu bringen. Aber nicht nur die Gerüche, die es unterbindet, es bindet halt auch Nährstoffe. Und das ist unglaublich cool an diesem Produkt. Das nehme ich aber mit in den neuen Garten. Denn wenn wir da jetzt den neuen Garten anlegen, kann ich es ja besser da den Boden ja fördern, als wenn ich es hier noch mache. Hier haben wir ja nichts mehr davon. Und in unserem neuen Garten, da werden wir die Produkte dann auch effektiver einsetzen, um unser Bodenleben dort auch besser zu aktivieren und zu stärken. Effektive Mikroorganismen, die gibt es nicht nur für Pflanzen, sondern auch für Tiere. Und zwar haben wir hier den Chiemgauer fermentierter Kräuterextrakt für alle Tiergarten. Und das kann man tröpfchenweise bei Geflügel, wie zum Beispiel hier bei meinen Hühnern oder auch bei den Wellensittichen, mit ins Trinkwasser tun. Und das stärkt dann auch nochmal auf natürliche Art und Weise unsere Tiere. Effektive Mikroorganismen, also nicht nur bei Pflanzen und beim Boden ein großes Thema, sondern auch bei Tieren. Bei den Tieren habe ich es, wie gesagt, noch nicht ganz so gut ausprobiert, aber an dieser Stelle auf jeden Fall war es das von mir mit meinem Video zum Thema effektive Mikroorganismen. Die Produkte habe ich euch in der Videobeschreibung aufgelistet. Die ich jetzt hier hatte, die sind von EM Chiemgau. Die sind auch Gruppenpartner in meiner Facebook-Gruppe Gemüsegarten und Selbstversorgung. Da hat sich das Ganze angeboten, mal hier ein bisschen davon zu testen. In der Videobeschreibung, dort habe ich euch einen Link zu EM Chiemgau reingesetzt. Da könnt ihr nochmal durchstöbern, ob ihr nicht das ein oder andere für euren Garten findet. Spätestens zur nächsten Saison. Effektive Mikroorganismen schützen auf natürliche Art und Weise euren Boden und eure Pflanzen, stärken sie, sodass ihr weniger mit Schädlingen zu tun habt. Ich glaube, in dieser Saison haben wir auf jeden Fall, gerade bei den Tomaten, aber auch bei Zucchini und Kürbissen mit Mehltau und Kraut- und Braunfäule, daraus gelernt, wir müssen unsere Pflanzen stützen
unterstützen. Und ja, zum Schluss von diesem Video, da möchte ich noch ein kleines Fazit von René Wadas, dem Pflanzenarzt, anhängen. Den habe ich neulich auf der GardenCon getroffen und dort hat er einen sehr tollen Vortrag gehalten. Ein Garten geht ganz ohne Chemie. Tolles Zitat, was er immer wieder aufbringt, und ich kann euch nur sein Buch empfehlen, heißt genauso, Ein Garten ganz ohne Chemie, findet ihr unten unter dem Video in der Videobeschreibung bei den Empfehlungen von mir. Und dann sage ich, lass uns doch einfach auf Chemie verzichten, so wie es der René Wadas, der Pflanzenarzt, uns empfiehlt. Und lass uns einfach auf natürliche Art und Weise unsere Pflanzen stärken, zum Beispiel mit effektiven Mikroorganismen, damit wir ja nicht auf diese Chemiekeulen zurückgreifen müssen. Lasst mir gerne einen Kommentar mit einem Feedback da, wie ihr effektive Mikroorganismen im Garten findet, und habt ihr schon Erfahrung damit, dann teilt auch gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Hier könnt ihr jetzt Felix Hobbygarten mich kostenlos abonnieren und hier findet ihr ein weiteres Video von mir, das könnt ihr euch jetzt natürlich gerne noch anschauen, und dann sehen wir uns, wenn ihr hier gerade kostenlos abonniert habt, im nächsten Video wieder. Es wird wahrscheinlich die Kartoffelernte sein, aber lasst euch überraschen, nächste Woche, nächstes Video. Bis dann und ciao.